Wenn das das meistgeklickte Video von Marcello wird, dann bezahlt er mir den Führerschein. Ja, ist klar, Alter. Wir sind ganz langsam, im Notfall musst du abspringen. Bist du ready? Ja. So Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Fiona, meine Freundin, mit am Start und wir Sozius sitzen zum ersten Mal bei mir auf der Karre. Du darfst dich auch gerne anmachen schon, wenn du möchtest. Dann fahren wir ein bisschen durch die Gegend und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir einen Spot finden, wo sie dann auch eine Runde fahren kann. Komm, steig auf. Geil, Mann, ich hab Bock. Ist auch viel entspannter, oder? Ja, aktuell schon. Aber ist sehr angenehm, man sitzt halt auch schon gerade, ne? Das ist schon cool. Ja, das stimmt. Aber bei den ganzen sportlichen Karren sitzt du also übelst nach vorne gebeugt und so. Ich habe auch viel mehr Platz auf dem. Ja, und ich habe, der Mich hat gesagt, hier der Sitz hinten hat so eine coole. Das heißt, du sitzt auch relativ safe drauf. Ja, das stimmt. Ja, ne? Ich finde, also ich merke hier gar nicht so krass die Geschwindigkeit hinten oder das Anfahren oder so. Also echt? Ist sonst immer ein bisschen ruppiger irgendwie gewesen. Ja gut, der Einzylinder ist halt auch ruppiger, ne? Also das andere Motorrad ist an sich von der Gasannahme schon viel ruppiger. Ja, das merkt man. Ja, das ist halt ein bisschen weicher von dem Krafteinstieg. Ja. Das stimmt, das ist schon für Sozius schon viel geiler, glaube ich, im Vergleich jetzt. Aber ich meine, ich fahre sowieso so selten Sozius, also das ist jetzt ja schon eher die Ausnahme, dass wir da einfach Sozius richtig fahren, deswegen zeige ich Latte. Ich muss sagen, auch mit der Karre Sozius fahren ist auch viel entspannter als auf der SMC. Bei der Sozius hängt einem nicht so dran und bei der SMC ist so, dass man ja so ein bisschen rücklagig eine Sitzposition hat. Und da zieht der Sozius einen auch noch so ein bisschen nach hinten, dass man sich noch ein bisschen fester festhalten muss. Das ist auch auf jeden Fall entspannter, aber man merkt natürlich hier, man sitzt deutlich tiefer. Die Sitzhöhe allgemein ist natürlich nicht so hoch. Ist zwar ganz geil, weil dann hast du ein bisschen mehr Straßennähe auf jeden Fall, das ist ganz cool. Aber ich habe schon sehr gemocht, auch so hoch zu sitzen auf der SMC, das war schon sehr nice. Aber okay, also Fiona ist jetzt auch niemand, der noch nie Sozius gefahren ist, deswegen ist es mit der sowieso entspannt. Weil die kennt sich ja ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Leute zum ersten Mal Sozius mitnehmt und die dann übelst den Körperklaus machen und das einfach nur richtig der Bullshit ist. Aber mit der ist es ja super entspannt, also die hat das ja auch schon ein bisschen drauf. Die ist damals auch meine SV650 mal gefahren und mal gucken, ob sie heute das mit der 700er hinkriegt. Da bin ich gespannt. Hoffentlich steht sie nicht hin, Alter. Das war echt fucking sad. Aber ja, passiert. Ist nicht so schlimm. Schade, dass die Sturzpads noch nicht draus sind, aber ja, hat sich jetzt heute ergeben, dass wir fahren. Von daher, why not? Einfach ballern. Wird schon nichts passieren. So, und dann gucken wir einfach mal, was geht. 3, 2, 1 und go. Ach Leute, ich war am 5. Und wie ist so der erste Eindruck? Gut. Es ist sehr bequem, aber ja? Kann es sein, dass wir in den Kurven rutschen? Nee. Fühlt sich voll so an. Nee. Wir waren ganz kurz im Wheelie, aber nur ganz wenig, so 1-2 cm. Okay, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, aber nee, wir rutschen nicht. Ist eigentlich ziemlich stabil. Hat sich so angefühlt ein paar Mal. Echt? Ja. Hinten? Yep. Hä? Oh yeah. That's the spot. Oh damn. Nice. So, und hier wirst du eine Runde fahren, würde ich sagen. Du musst mir das aber auch nochmal erklären. Ja, ich erkläre dir alles nochmal neu. Oh, das sieht so nice aus. Ich werde jetzt erstmal nur mit Kupplung. Ja, kannst du machen. Also wie das Ding angeht, weißt du ja, ne? Ja. Setz dich erstmal drauf, versuch erstmal ein bisschen zu fühlen. Da auch die Balance fühlen, kipp mal ein bisschen hin und her und so. Damit okay, du der weißt, geht ja mega easy behält, wie schwer es ist, ja? Mhm, das ist nicht so schwer wie deine anderen. Mal. Genau. So. Wow. Also, weißt du noch, wo man bremst? Genau, das ist die Bremse, das ist Vorderradbremse, okay? Mhm. Es gibt eine Rückradbremse? Ja klar. Niemals ruckartig hier so volle Kanne ziehen, ja? Mhm. Erstmal langsam festdrücken und dann merkst du, dass sie bremst. Und dann kann es immer fester werden, okay? Mhm. Und wenn du bremst, immer mit geradem Lenker erstmal, ja? Ja. Niemals mit angewinkeltem Lenker, okay? Also ich kann ja schon aber langsamer werden in der Kurve. Kannst du, aber versuch es einfach zu vermeiden, ja? Mhm. Okay. Das ist die Kupplung. Wenn irgendwas sein sollte, was dir nicht gefällt, ziehst einfach du die Kupplung einfach. Wenn du bremst, kannst du die Kupplung auch ziehen. Beziehungsweise dann ziehst Muss du die. Muss ich? Ja. Okay. Ja, weil sonst macht die irgendwann, dann ruckelt die dann. Okay? Okay. Das heißt, wenn du bremst, auf jeden Fall Kupplung mitziehen. Mhm.
Das ist die Hinterradbremse erstmal nicht wichtig. Vergiss die erstmal. Hat jedes Moped eine? Ja, klar. Echt? Ja, aber ist erstmal nicht so wichtig, die brauchst du nicht. Ja? Mhm. So, dann weißt du, wie Gang reingeht? Meinst du das? Genau. Ja, runter. Runter als erster Gang. Aber und dann hoch, wenn ich runter. Ne? Ja. Genau. Und dann, wenn du in den zweiten rein willst, dann musst du hoch, okay? Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Genau, immer hoch, hoch, hoch dann, okay? Aber immer wir machen hoch. Alles erstmal im ersten Gang und dann gleich den zweiten Gang. Runter geht's in den ersten Gang und dann muss ich hochdrücken für den zweiten, dritten genau, und vierten. Hoch. Dazwischen ist noch der neutrale Gang. Wenn du in den neutralen okay. kommst, passiert gar nichts. Okay? Mhm. Gut. Ja, dann ziehen wir die Kupplung. Und jetzt schalten wir am ersten Gang. Das siehst du auch hier. Die Ganganzeige sagt dir dann erster Gang. Okay, darf ich einmal ein bisschen durchschalten? Im Stand ist kacke. Okay. Wirst du schon merken. Ist wirklich okay. easy. Okay? Mhm. Ja, dann machen wir an. Okay. Und dann kannst du erstmal nur mit Kupplung anfahren. Genau. Brauchst okay. kein Gas geben, erstmal nur Kupplung. Finger brauchst du nicht an der Bremse haben, einfach nur festhalten und dann langsam. Genau. Mega. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich fahre. Nice. Oh yeah. Easy. Dann versuch mal die Kurve da zu fahren. Okay. Ohne Gas geben, nur mit der Kupplung. Okay. Ja, ich mach das ja mega gut, Leute. Das Bike steht ja auch sexy. Ist geil. Nice, sehr gut. Oh yeah. Sehr gut, schön. Dann kannst du hier, wenn du willst, ein bisschen Gas geben, mal ein bisschen probieren. Okay, genau. Okay. Und dann wieder leicht anbremsen und dann wieder die Kurve fahren. Ach, easy, Alter. Okay. Dann mache ich mir dafür Sorgen. Ja, gut, sehr gut. Dann üben wir jetzt nochmal das Stehenbleiben. Wie schnell fahre ich? An 13 km/h. Fühlt sich schon übel okay. schnell an. Und jetzt bremst mal. Jetzt muss ich vor der Marcello bremsen. Füße erst raus, wenn das Bein fast steht, ja? Nicht oh, zu früh. Oh, das war zu weit. So. Wenn das Bein fast steht, dann erst die Füße raus. Wenn du die zu früh rauspackst und das Bein rollt noch, dann fliegen die Füße ja so weg. Das war halt zu erst, früh? Wenn du quasi diesen letzten Bremsstoß gibst, wo du stehen bleibst, dann Füße raus. Okay. Okay? Mhm. Dann fahren wir nochmal. Nice. Sehr gut. Cool. Voll easy. Guck mal, jetzt gibt es schon ein bisschen mehr Gas. Okay, ich nice. Bin so lahm. Das Bike sieht echt nice aus, Leute. Hier soll ich mal ein bisschen mehr Gas geben hier. Yeah! Woo! Sweet. Die Kurven nehme ich mal schön in soliden 12 km/h. So Leute, ich glaube, mir wurde gerade das Bike gestohlen. Ja, ich bin auf 30 km/h beschleunigt und ich bin ganz schön flugs unterwegs. So. Dann versuch mal in den zweiten Gang reinzukommen. Gib ein bisschen Gas, geh in den zweiten Gang. Wenn du an der Kurve bist, vorher den ersten wieder. Okay. Upsi. Okay, jetzt zweiter Gang. Perfekt, ey, ohne Scheiß. Ich bin bereit. Ja, du hast jetzt nicht zu viel Gas gegeben. Das erkläre ich dir eben. Du hast zu viel Gas gegeben und die Kupplung zu schnell kommen lassen. Yep. Und ich war, glaube ich, nicht im zweiten Gang. Und ich war, glaube ich, neutral. Aber er kann sein. Aber, also das Ding ist, schalt mal den ersten. Ich hab schon, ja genau. Schalt mal. So. Du rollst und rollst und rollst, ne? Wenn du in den zweiten Gang die Kupplung kommen lässt, dann machst du es wie beim Anfahren erstmal, dass du die langsam kommen lässt. Niemals, boom, sofort. Weil dann machst du einen Wheelie, okay? Hast du den Kampf fast, glaube ich. Oh mein Gott. Ja, also war schon krass. Ich habe auf jeden Fall hier das verloren. Genau, also geh mal in neutral. So, dann versuchen wir nochmal slowly alles, ne? Wenn du im zweiten Gang drin bist, vergewissere dich erstmal, dass du im zweiten bist. Und dann lass die Kupplung langsam kommen, ohne Gas. Nur ganz wenig. Ganz, ganz wenig nur, okay? Ja. Gut. Okay. Auf ein neues. So, erster Gang, genau. Genau, langsam kommen lassen. Aber es hat ja gut reagiert. Hat das Bike erstmal wieder austariert und dann gebremst. Hätte sie sofort gebremst, hätte sie sofort gepackt. Der ist jetzt im zweiten Gang, sehr gut.
ist auch hier wenig Platz. Warum ist nicht? Vom Gas runter! Du hörst ja den Motor, ne? Ja. Der darf nicht so laufen, wenn du schaltest. Guck. Ja, ich habe wieder Gas gegeben dabei. Du, guck mal, pass auf. Also, du bist drinnen, ne? Du fährst. So, ja, wenn du schalten willst, dann ziehst du die Kupplung, gehst vom Gas komplett, ja. Zweiter Gang. Und wenn die Kupplung kommt, dann gibst du erst langsam wieder Gas. Während des Schaltvorgangs komplett vom Gas geht. Ja. Das darf nicht so sein. Okay? Aber das erste Mal war besser. Ja, also war besser, nein. Auf jeden Fall. Gerade das. Und dann, als ich wieder zurückschalten wollte, dann war wieder schlechter. Ja, ich weiß. Und wenn du den zweiten Gang schaltest, wenn du Kupplung so hast, drück ruhig richtig fest einmal, ja? Nicht so leicht, sonst gehst du in neutral. Einmal fest hoch. Okay. Ja. Fahrschule Mango, Leute. Slowly. Direkt nochmal anmachen. Der macht jetzt aber auch komische Geräusche, oder? Was? Ist das richtig, dass der so rauscht? Ja, der lüftet jetzt. Ist warm. Ja, du musst ein bisschen warten. Eigentlich kannst du ein bisschen Gas geben dann. Warte mal. Nicht zu viel, weil sonst knallt er die wieder vorne weg. Okay. Du hast einen Gang drin. Nee, okay. Langsam. Okay. Kupplung kommen lassen, sobald die rollt, kurz halten. Gas geben ein bisschen, Gas geben ein bisschen. Ja, und jetzt. Genau. Easy. Machen wir mal wieder ein bisschen langsamer hier. Das wollen wir mal sehen. Genau. Gas gehen, Kupplung ziehen. Nicht? Okay, also. Kupplung ziehen, zweiter Gang. Runter vom Gas. Ja. Ah, Scheiße. Ja, das mit dem vom Gas gehen, wenn die Kupplung zieht, hat sie noch nicht so raus irgendwie. Wusste ich nicht. Erst runter vom Gas. Kupplung ziehen, zweiter Gang. Okay. Gas. Runter vom Gas, Kupplung. Genau. Ah. Ja, mit dem Gang reinschalten. Scheiße, ich war zu lahm. Okay. Okay. Man muss ja richtig einmal den Fuß hochdrücken, damit der zweite Gang reinkommt. Kupplung ziehen, Gas weg, Fuß hoch! Genau! Sehr gut. Na, ruck dich ein bisschen, weil ich ein bisschen lahm ist. Jetzt, yes! Sehr gut! Geht doch! Schön, wieder den ersten Gang schalten, sehr gut. So, Kupplung und Gas hat jetzt mittlerweile im Griff, denke ich. Gut! Jetzt war richtig gut! Ja, ich fühle mich trotzdem wohler, wenn ich nur mit Kupplung fahre. Ja gut, wenn du Gas gibst, hast du schon viel Power hinter, ne? Ich finde das halt so komisch, vom Gas runter zu gehen und dann die Kupplung zu drücken. Aber das macht man beim Auto ja eigentlich auch. Du machst es aber eigentlich gleichzeitig. Ja, das habe ich halt noch nicht so drin. Deswegen ist das immer so runter, dann werde ich so langsamer und dann drücke ich es. Aber es hat ja ganz gut geklappt. Ja. Ist nochmal, oder? Ja, noch einmal. Okay. Okay. Im zweiten Gang kannst du auch ein bisschen mehr Gas geben, dann, wenn du möchtest. Ja, nur dann ist die Strecke schon vorbei, bis ich überhaupt vernünftig. Kannst du auch hier rechts, dieses gerade Aufstück. Okay. Wenn du willst. Ihr könnt euch alle gerne bei mir bewerben. Ich habe es jetzt vom zweiten in den ersten Gang zu schalten, habe ich jetzt, glaube ich, drin. Keine Ahnung, wie viel Stunde. Oh, Wendekreis. Nehmen, aber das heraus, ne? Okay. Nice. Und jetzt Vollgas. Hey, soll ich dich hinten drauf nehmen, siehste? Steig auf! Brauchst du nicht bis nach vorne? Ja, okay. Nur im ersten Gang. Bin ich gespannt. Okay, aber du kannst das ja auch hinten drauf, ne? Ach. Okay, wir sind ganz langsam. Im Notfall musst du abspringen. Bist du ready? Ja. Okay. Du musst auch ein bisschen Gas geben, ne? Okay. Nee, ne? Erst wenn die Kuppel kommt, jetzt Gas geben. Die Kupplung nicht sofort dann loslassen, wenn du Gas gegeben hast. Die musst du trotzdem langsam kommen lassen. Okay.
Okay, also Kupplung immer langsam kommen lassen. Ja. Jetzt kommen lassen, genau. Jetzt bisschen Gas, bisschen. Ja, und langsam kommen lassen. Langsam, 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 langsam. Ja, genau. Und aufsteigen, aufsteigen. Und jetzt wieder langsam auskuppeln. Genau. Willst du eine extra Runde fahren? Eine kleine Runde. Okay. Lol. So, genau. Jetzt schön, ja, ja, ja. Schön, genau. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Genau, sehr gut. Nice. Ja, ist ganz schön bequem hier hinten eigentlich. Ist echt, ja. Der sitzt echt weich, ey. Also der Sozius. Ah, nice. Ja, sehr gut. Jetzt noch eben parken. Jetzt noch eben parken, okay. Ja, 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 ja. Nice. Oh yeah. Gibt's auch sowas wie eine Handbremse? Nein. Hell yeah! Oh yeah, nice. Das hat Spaß gemacht. Sehr gut. Also Leute, wenn ihr wollt, dass ich auch einen Führerschein mache, dann pusht dieses Video mal so krass, dass der Marcello mir ein Bike Lol. Und den Führerschein bezahlt. Träum weiter. Wenn das meistgeklickte Video von Marcello wird, dann bezahlt er mir den Führerschein. Ja, ist klar, Alter. Kannst du bitte so einen richtigen Clickbait-Titel dann machen? Meine Freundin fährt mein Motorrad zum ersten Mal. Nackt.